Memo, Leute, wie geht's? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, danke. Ja, heute steht der Sound vom Myth Double Gun auf dem Programm. Momentan habe ich noch den originalen Auspuff ran. Ich habe auch letztens schon versucht, den abzufilmen, aber da war es so fucking windig, da bin ich richtig ausgerastet einfach nur. Fucking Wind! Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Deswegen fahren wir jetzt einfach direkt zur Garage. Dann kann ich den vielleicht nochmal so im Stand ein bisschen zeigen. Und dann würde ich sagen, bauen wir den um. Dann kann ich vielleicht nochmal ohne Auspuff die Karre anschmeißen und dann mit MIF Double Gun. Dann haben wir den direkten Vergleich von allen dreien, zumindest im Stand. So, Auspuff ist schnell umgebaut. Hat auf der Seite nur hier die Schraube und hier die Schelle. Dann kann man den easy rausnehmen. Zack. Boah, ist ganz schön schwer, der Hund. Und auf der Seite ist fast genauso. Da ist die Schraube, da ist eine Schraube. Und unten die Schelle. Und dann kann man den genauso abnehmen. Upsala. So, das hier ist der besagte MIF Double Gun. Ja, sieht schön aus. Ist eigentlich nur ein Rohr. Klingt aber schön. Aber bevor wir das machen, gibt es eine kleine Soundprobe. Das war ganz schön brutal. So, ja, wie gesagt, MIF Double Gun kommt jetzt dran. Deswegen sind auch diese Abstandshalter hier mit dabei. Die kommen dann hier einfach nur dazwischen. Zack. Und dann passt das hier auch. Schön. Herrlich! Endlich wieder der gewohnte Sound. Scharf geschossen, meine Freunde! Ich werde mir jetzt irgendwas suchen, wo ich hinfahren kann, wo niemand ist, wo ich keinen nerve. Ich werde jetzt auch hier niemanden irgendwie stören oder so. Ich werde versuchen, den nochmal so beim Start zu filmen und im Flyby zu filmen. Und dann während der Fahrt, hört ihr es ja jetzt eh schon. Ja, klingt aber auch schön, Junge. Zu dem Auspuff nochmal, MIF Double Gun, vier Rohre, die je in eins münden, also zwei Rohre, die je in ein Rohr münden, und da ist nichts weiter drin, außer ein Vorcut,
den muss man sich mit reinbauen, weil der Katalysator in der Originalauspuffanlage ja nicht mit drin stecken bleibt. Und dann sind nur pro Rohr ein dB-Killer. Und die dB-Killer, das sind quasi auch nur Rohrverengungen. Da ist kein Gitter, keine Wolle, nichts drin. Hat aber eine ABE-Nummer, also mit Vorcut auf jeden Fall fahrbar, das Ding. Auch wenn das irgendwie viel zu laut ist. Was aber geil ist, ab 6000 entsteht so ein Strohhalm oder so ein Grashalm-Prinzip. So, als würde man so ein Bonbonpapier zwischen die Lippen nehmen oder so ein Grashalm zwischen die Daumen und da durchpusten und dann quietscht es so übel. Der Luftstrom von dem Auspuff, der schießt bei 6000 Umdrehungen ungefähr so an dem dB-Killer vorbei, dass die Luft wohl irgendwie so geschnitten wird, dass dann auch so ein noch krasseres Auspuffgeräusch rüberkommt. Kann euch das ja mal kurz demonstrieren, wenn es der Wind, das himmlische Kind zulässt. Ah, wir haben wieder sehr viel von meinem Lieblingselement heute am Start. Dieser scheiß Wind, ey, ich frag mich, was das soll. Jetzt aber nochmal 4000 bei 70. Bei 6000, das schreit immer mal richtig los, ey. Das klingt richtig geil. Wieder abgegrüßt. Schallert gerne ein Like rein, Kommentar oder auch einfach 100 Euro in meine Tasche. Nehme ich alles an. Macht's gut und bis später.